wunderschönen guten Tag hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem ganz sonnigen, wunderbaren Vlog. Ich war gerade lockerflockig in den Wilmersdorfer Arkaden, habe dort einiges eingekauft und zwar im Spielemax. Das ist so ein Shop, in dem ich auch echt immer selbst stehen bleibe und wieder auf einmal 12 bin und irgendwelche Spielwaren kaufen will. Aber ich habe es diesmal geschafft, um nur die Dinge zu kaufen, die ich eigentlich kaufen wollte. Bin jetzt raus, schwinge mich jetzt auf meinen Roller und habe auf jeden Fall einen Tipp bekommen für einen lockerflockigen Spot am Wasser und zwar Richtung Pfaueninsel. Da werde ich jetzt gleich mit dem Roller hinfahren. Aber ganz andere Sache noch, gestern kam der neue Podcast online zusammen mit CR7Z auf dem YouTube-Kanal. Das Video hier davor oder auf Spotify, Soundcloud und auch Apple Podcasts. Schaut da vorbei. Ich sag mal so, ich bringe jetzt erstmal das Geschenk nach Hause. Einpackt Skills on Fleek. Wie schon das letzte Mal auch erwähnt, wer irgendwelche geile Locations hat in Berlin am Wasser, wo man ganz lockerflockig abhängen kann, die Seele baumeln lassen kann, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Wir fahren jetzt ab zur Pfaueninsel. So, alle Erledigungen abgehakt. Die Informantin sagte mir, ich soll zur Pfaueninsel Chaussee fahren. Deshalb geben wir das mal ein. Also ich war dort selbst auch noch nicht. Hier haben wir das Pfaueninsel Chaussee. Da fahren wir jetzt hin. Autobahnen sind deaktiviert. Übrigens, der wunderbare Roller, wann habe ich ihn gekauft? 2004. 16 Jahre, deswegen Oldschool. Damals schon Hashtag im Cockpit. Jetzt kommt alles wieder. Los geht die Fahrt. Na klar, ich freue mich. Erstes Update zum Weg. Auf jeden Fall super gechillt, super gemütlich. Man fährt durch den Grunewald. Bin gespannt, wie das noch wird. Helm wieder auf, weiter geht es. So. Roller ist idyllisch geparkt. Ich war selbst noch nie hier. Und übrigens, weil mich Leute gefragt haben, ob ich meinen Lappen weg habe oder was, weil ich die ganze Zeit Roller fahre. Nee, aber Berlin mit Auto ist auf jeden Fall, es kann schon gut auf den Deckel gehen. Deswegen wurde das wunderbare Mobil hier wieder aktiviert. Und Parkplatz ist auch stressfrei. Der Weg war auf jeden Fall super entspannt. Es ging durch den Grunewald Richtung Wannsee und jetzt sind wir hier angekommen. Eine Sache, die mir auch wieder gerade aufgefallen ist auf dem Weg. Das Geile, wenn man in Berlin lebt, der Stadtteil, wo man lebt, ist so natürlich Alltag und Homebase. Aber man fährt ein paar Kilometer und es fühlt sich einfach an wie Urlaub. Und mit der netten Kollegin da oben, die gute Sonja, kann man sich natürlich auch wieder mal öfters rausaktivieren. Schauen wir mal. Aber ja, okay, das sieht doch auch wieder idyllisch aus. Oder auch urig. Dazu könnte man auch urig sagen. Kurz mal sacken lassen. Das ist so schön. Genau solche Spots suchen wir. Wie gesagt, ich war selbst noch nicht hier. Der Tipp kam durch eine Informantin, die mir geraten hat, geh dahin, schau es dir an. So, folgendermaßen zur Information, zum Mitschreiben. This is the Havel, Obersee, there is the Pfaueninsel. Ja, ja, doch, so hätte ich es jetzt auch ausgedrückt. Ich sag mal so, kann man aushalten. Na klar. So, aus dem Weg hier kommen tatsächlich die meisten Menschen raus. Deswegen laufen wir da auch einfach mal entlang. Hier auch schon den nächsten Spot gefunden, bei dem man auch nicht das letzte Mal war. Direkt mit Blick, wie vorhin gesagt, hier direkt gegenüber die Pfaueninsel. Dann mündet dort hinten wohl die Havel in den großen Wannsee. Korrigiert mich bitte, wenn dem nicht so ist. Vielen Dank. Na, hier ist doch auch urig. Ja, was soll man dazu sagen? Also hier kann man echt alle 2 Meter anhalten, wenn man sagt, ja, hier könnte man verweilen. Okay, ich glaube, hier ist jetzt ein bisschen mehr los. Aber auch krass, man läuft in den Wald rein. Auf einmal kommt hier so ein kleiner Spot, kleine Wiese. Und die Leute chillen hier. Naja, und hier habe ich auch eine etwas kleinere Bank dann organisiert zum Verweilen. Wenn man so von der Größe her. Na klar. Einfach mal
baumeln lassen. So, man ist jetzt einige Zeit dort verweilt. Absoluter Wahnsinn. Ich wollte jetzt natürlich nicht so viel filmen, weil da auch viele Families waren und Kids und so weiter. Aber tatsächlich war der Spot da oben nur der Anfang. Dann geht, wie gesagt, der Weg hier runter. Ich habe es ja gefilmt. Und dann kommt man einfach an einen übergechillten Spot. Eine Wiese, direkt am Wasser, auch wieder ein Steg im Kopf. Als wäre ich gerade im Urlaub. Vielen, vielen Dank an die Informantin für den Tipp, die mir gesagt hat, check genau den Spot ab. So, ich bin jetzt den Weg zurückgeschlendert. Und wir sind wieder an dem Ausgangsspot von vorhin. Nächstes Mal fahren wir dann auch mal mit der Fähre auf die Pfaueninsel, wenn wir mal wieder hier sind. Ich sag mal so, ich würde mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar, über ein Abo auf diesem YouTube-Kanal. Checkt auch die anderen Kanäle, wie vorhin schon erwähnt. Der neue Podcast mit CR7Z ist seit gestern online auf allen Plattformen. Spotify, YouTube, Soundcloud und auch Apple Podcasts. Schaut da auch vorbei und bis ganz bald. Bleibt gesund, seid lieb. Ahoi.